Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck Novo Nordisk. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also die Firma kommt aus Dänemark und ist in der Pharmabranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 1,4%. So, bevor es losgeht, in dem Check noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Wo liegt der aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also hier haben wir aktuell einen Wert von 49% und das ist gerade so noch in einem sehr guten Bereich, würde ich sagen. Und damit gibt es hier von mir einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cash Flow der Aktie? Also hier schaut es sogar noch etwas besser aus, denn hier haben wir aktuell einen Wert von 45% und auch das ist sehr gut, würde ich sagen. Und damit gibt es hier von mir auch einen vollen Punkt. Das dritte Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren von 2 auf 8,6 dänische Kronen je Aktie angestiegen. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Kürzung bei der Dividende. Und damit gibt es hier ebenfalls einen vollen Punkt. Das vierte Kriterium. Hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach ist die Dividende ebenfalls angestiegen. Und zwar von 0,7 auf 1,5 dänische Kronen je Aktie. Und auch hier gab es keine einzige Kürzung bei der Dividende. Und das gibt für mich auch einen vollen Punkt. Das fünfte Kriterium. Wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr 8,4% angestiegen. Und das ist in einem sehr guten Bereich, würde ich sagen. Und das gibt für mich einen vollen Punkt. Das sechste Kriterium, wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Und laut den aktuellen Schätzungen soll die Dividende die Aktie ansteigen im folgenden Geschäftsjahr, und zwar von 8,6 auf 9,94 dänische Kronen die Aktie. Also auch hier schaut es ganz gut aus und das gibt von mir auch einen vollen Punkt. Dann zum letzten Kriterium, wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Und im folgenden Geschäftsjahr soll der Gewinn je Aktie laut den aktuellen Schätzungen ansteigen, und zwar von 18,01 auf 19,92 dänische Kronen je Aktie. Und damit schaut es auch hier ganz gut aus beim Gewinn, zumindest laut den aktuellen Schätzungen. Und damit gibt es auch nochmal einen vollen Punkt und damit kommen wir zum Gesamtergebnis. Und hier holt Novo Nordisk in meinem Dividendencheck insgesamt 7 Punkte von 7 maximal mögliche Punkten, also die volle Punktzahl, besser geht's nicht. Und in meiner Sicherheitsdiagramme landet die Aktie damit natürlich dann auch auf der besten Stufe. Dann jetzt noch zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem 7-Punkte-Dividendencheck. Und hier landet Novo Nordisk mit den 7 erreichten Punkten natürlich auf dem ersten Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und die Rangliste könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Website abrufen. Und den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, jetzt analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das Ganze mache ich wie immer im Aktienfinder. Und hier sieht man zum einen anhand der schwarzen Linie den Kursverlauf der Aktie. Und zwar von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme, also Mitte August 2021. Und da sieht man schon schön, wie stark die Aktie denn wirklich gelaufen ist in den letzten Jahren. Zwischendrin gab es mal Kursrücksetzer, aber die hat die Aktie dann auch immer wieder aufgeholt und aktuell steht die Aktie wirklich sehr gut da vom Kursverlauf her. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und die blaue Linie, das ist der Verlauf des fairen Werts nach der Dividendenentwicklung. Und hier können wir jetzt schön erkennen, dass aktueller Kurs ziemlich deutlich oberhalb der beiden anderen Linien verläuft. Also scheint die Aktie momentan überbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt und auch im Vergleich zur Fair-Value-Dividende. So, dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt und hier noch der Hinweis, mein Check gibt nur eine Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien und diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Video.